Komödie.
erstes Date überraschend zu einer wilden Jagd durch das Berliner Nachtleben wird. Der unsichtbare Ma. Ich hoffe, du siehst das durch die Kamera durch, durch die Webcam. Hast du das geschaut? Das ist kurz bevor, bevor die Kinos geschlossen haben, ist das rausgekommen. Horrorfilm, in dem Elisabeth Moss von ihrem unsichtbaren und gewaltbereiten Ex terrorisiert wird. Den habe ich geschaut. Jeduaga, ja, der war cool. Ruf der Wildnis. Keine Zeit zu sterben. The Boy 2. Das wäre ein Horrorfilm. Ich habe aber, ich glaube, ich habe mir nicht einmal den ersten Teil angeschaut, muss ich sagen. Hast du ihn geschaut? Schon. War er gut? Okay. Also, falls man den zweiten schauen, musst du mir früh genug Bescheid sagen, dass ich den ersten Teil nachhole. Sonst Ostwind, aber Kinderfilme, die Hochzeit. Naja, du kannst ja noch ein Video-Chat einmal reinschauen, ob du vielleicht auch was findest, was dich interessieren wird. Aber wie gesagt, ich werde echt gern mal anschauen. Ja, ich glaube, ja, ich habe ja eigentlich gemeint, dass das dann eben, wo ich gehört habe, dass das eine Verfilmung wird, so wie Die Schöne und das Biest ist ja echt verfilmt worden. Aber das ist ja schon ein Kinderfilm, finde ich, oder halt ein Kinderfilm, aber sehr am Original dabei. Aber ich glaube, der ist erst ab 12 Jahren. Bin ich gespannt, wie der wird, aber kann man sich noch überlegen. Genau. Ja. Wie geht's dir jetzt eigentlich in der Arbeit? Nein, falls da. Ja. Ah, echt? Okay. Ja. Ja, ich weiß, das ist meistens nicht schwierig, wenn, wenn man mit wem zusammen arbeitet oder mit irgendeinem Kollegen Probleme hat, aber es ist eigentlich eh immer irgendwo was. Also, sei es jetzt in der Schule oder was, man kann nicht alle mögen. Das Wichtigste ist halt nur, dass, du versuchst, wenn es echt zu belastet, wenn du aus der Arbeit rausgehst, dass du probierst, einfach den Kopf abschalten. Und ja, hast du da schon einmal mit wem drüber geredet? Okay, super. Immerhin das, ja. Na, und du kannst ja probieren, wenn du wieder arbeiten gehst, also Montag, sie einmal darauf ansprechen. Vielleicht merkt sie ja gar nicht, wie sie sich verhält hat. Sicher.
Sagte er. Eine
Sich